Irgendwas ist mit meinem Herzen. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Let's go. Willkommen bei mich als Modik. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ja, der Fight ist jetzt 2 Wochen her. Ich bin hier gerade in Berlin am Kudamm und lasse tatsächlich... Lasse schön mein Geldbeutel jetzt hier am Kudamm leer machen. Ich heute mein Herz kontrollieren. Ja. Ach so, okay, sorry. Sorry. Damit ist nichts zu spaßen. Vielleicht mitbekommen. Ich war ein bisschen krank vor dem Fight. Hab das jetzt auch noch mitgezogen. Ich glaube, ich habe was verschleppt. Gestern war ich schon beim Lungenarzt und heute beim Kardiologen mein Herz. Hey Freunde, geht niemals mit einer Erkältung ins Training, ne? So eine Herzmuskelentzündung ist gar kein Spaß, ich sag's euch. Durchchecken lassen, einfach um sicher zu gehen, dass ich wieder 100% Gas geben kann im Training. Und wir gehen mal rein. Das ist irgendeine Privatpraxis. Ich glaube, das ist, war der einzige Termin, wo ich bekommen habe. Das wird bestimmt ziemlich teuer sein. Die ist natürlich gleich Termingack. Wenn es um Gesundheit geht, niemals sparen. Smolik, Abi. Kein Problem. Sind Sie privat? Ja, dann kein Problem. Kommen Sie morgen, wann Sie wollen. Ja, ein Jahr Selbstständigkeit. Ich bin jetzt auch privat versichert. Und zahle so und so viel Hunderte von Euros jeden Monat. Dankeschön. Schön. Schrott, ich sag's euch. Richtige Schrott, wenn ihr die Abrechnung seht. Also, ich habe immer mal wieder zwischendurch so Herzrasen und habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass ich irgendwas verschleppt habe. Und ich will auf jeden Fall eine Herzmuskelentzündung ausschließen und für mich wissen, hey, ich darf wieder zu 150% ins Training einsteigen. Und bevor das nicht der Fall ist, will ich einfach mich schonen und erstmal gar nicht trainieren, weil nachher wird es noch schlimmer und dann... Safe, kann ich voll verstehen. Ich muss auch demnächst mal mich drum kümmern, zum Arzt zu gehen, weil ich habe Atemaussetzer in der Nacht. Also ich schlafe ein und dann werde ich irgendwann wach und habe Herzrasen. Ja, und ich denke mal, das kam davon, dass ich mal eine gewisse Zeit, über ein paar Sekunden, mehrere Sekunden nicht atme nachts. Und das ist nicht gut. Ich muss mich jetzt mal dringend drum kümmern. Dann kann ich irgendwie gar nicht mehr meine Leistung abrufen. Deswegen habe ich mich jetzt komplett durchchecken lassen. Mein Blutbild, wie gesagt, gestern Lungenarzt und heute eben hier. Ich finde es hier ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Aber wir dürfen hier auch eigentlich gar nicht so das Gelände filmen. Sind wir hier an der Wand. Fragen gerade in der Praxis nach, ob wir da filmen dürfen. Aber ja, ansonsten geht es mir auch eigentlich gut mental. Habe ich mich einigermaßen aufgebaut. Ich glaube, so die 100% kommen dann wieder in der Vorbereitung, im Training, wenn ich merke, so hey, es läuft wieder. Aber da. Ja, Trenn, ich bin ja privat versichert, habe ich ja gerade gesagt. Dafür brauche ich halt eben die Gewissheit, hey, es ist alles ready, mein Körper ist gesund und ich kann wieder Gas geben. Dann checken wir sie mal durch. Das heißt, wir machen zuerst ein EKG, dann haben wir noch ein Spezial-EKG. Das haben auch nur wir ein sogenanntes Frequenz-EKG. Ja. Das führen wir durch, dann machen wir einen Ultraschall, da gucken wir uns ihr Herz an. So ein Herz hat 2 Vorhöfe, 2 Kammern, ja. 4 Herzklappen, die vermessen wir alle. Ja. Okay. Dann einmal aufs Fahrrad, richtig. Mach's gut, Johns Döner-Teller. Wir drücken die Daumen an deine Football-Mannschaft. Gute Nacht. Gas geben mit dem EKG. Dann hast du deine Blutdruck. 2 Wochen jetzt nicht mehr trainiert und gleich wieder. Ja, das kriegen wir hin, trotzdem. Okay. Und dann gucken wir uns diesen Stromkurvenverlauf an, ob da alles okay ist. Danach dürfen Sie sich nochmal hinlegen. Ja. Und dann gucken wir nochmal nach den Herzklappen. Okay. Ob die unter Belastung in Ordnung sind, ob der Muskel gut kontrahiert allseits. Mhm. 2 Wochen nicht trainiert, man fühlt sich schon wieder wie, als hätte man noch nie in dem Sport. Oh, jetzt gibt's erstmal schön das Testo in die Blutvene, Smolik, damit du auch richtig Power hast. Guck mal, der ganze Körper auf einmal, hat man alle Muskeln weg, man hat wieder Fett angesetzt. Vorm Kampf noch 10% Körper. Sell Crack on eBay, abonniert Stufe 1, danke dir, mein Lieber. Fett und so und jetzt das. Aber wir haben ja Gott sei Dank einen Muscle Memory Effekt, ne? Und der nächste Kampf ist wann? Je nachdem, wie ich halt mich fühle. Ja. Ich wollte eigentlich im Oktober kämpfen, aber vielleicht ist es schon ein bisschen zu früh. Der nächste wäre dann im Dezember noch, also Oktober, Dezember. Iron Pumping Filme, alle gesehen, alle. Testo Only Enantat, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Also am besten dürfen Sie nochmal hinlegen. Jetzt machen wir erst das Ruhe-EKG. Da haben wir diese Spezialanalyse dabei. Dann machen wir einen Ultraschall. Da gucken wir, wie gesagt, die Herzkammern an, die Herzklappen, wie gut das Herz kommt, wird einmal ausgemessen. Und dann geht's aufs Fahrrad. Okay. Also ich war vor Ewigkeiten mal beim Kardiologen, weil ich war damals bei der Polizei. Hm. Da musste ich halt mich auch durchchecken lassen. Und hat der damals gesagt, dass ich eine leicht dickere Herzwand habe. Wegen dem Sport wahrscheinlich. Das kann wegen Sport sein, das kann wegen Bluthochdruck sein, das sehen wir dann gleich. Aber wenn es wegen... Okay, jetzt sollen Sie sich auf die linke Seite drehen. Ja, genau. Noch ein bisschen rüber.
Genau, den linken Arm am besten um das Ohr. Wie groß sind Sie? Die Liege ist fast ein bisschen klein. 1,91. Okay. Wir machen noch lang, also bis 12 Uhr safe, Freunde. Wenn man eine Herzmuskelentzündung... Um 12 Uhr geht der Stream noch locker. Muskelentzündung hätte, würde man das jetzt sehen? Eine Herzmuskelentzündung, es gibt Zeichen im Ultraschall, die darauf hindeuten, dass man das hat. Das erste Mal, als ich den EKG gemacht habe bei der Polizei, bin ich tatsächlich durchgefallen. Kein Witz. Weil die meinten, ich bin zu wenig trainiert. War ich aber nicht. Ich hasse einfach nur Fahrradfahren. Und ich zahle jeden Monat 80 Euro drauf bei der Krankenkasse, weil ich als Risikopatient gelte, weil ich übergewichtig bin. Weil die Idioten gehen von Body Mass Index aus. Und vom Body Mass Index bin ich natürlich übergewichtig. Junge, das System ist so behindert hier in Deutschland, was das angeht. Völlig krank. Wo bin ich denn übergewichtig, du Affe, Alter? Wahnsinn. Aber habe ich wirklich 2 Monate fast Fahrradfahren trainiert und bin dann durchgekommen. Bruder, 80 Euro, das sind 1000 Euro im Jahr. Für was? Für eine Lüge. Für eine Lüge. 1000 Euro, weißt du, was ich mit 1000 Euro mache, Digga? Bruder, weißt du, wie viele Einheiten das sind? Nein, Spaß. Kommt bei der Einstellungsuntersuchung. Hey! Geil. Fahren trainiert und bin dann durchgekommen bei der Einstellungsuntersuchung. Hey! So, Freundchen, du bist festgenommen. Einfach mit so einem Sprungkick, statt den einfach ganz normal zu packen. Er springt rein. Du trittst ganz schön langsam. Ist das anstrengend? So langsam, ich muss jetzt zwischen den Werten bleiben. 60 und, jetzt muss ich zum Beispiel runtergehen. 64. Ich muss in den Tempo treten. Darf ich die Linie machen? Das ist schon ein richtiger Michael Armstrong. Also ich sag mal so, für das, dass ich 2 Wochen keinen Sport mehr gemacht habe, geht's gerade, aber es erhöht sich ja jede Minute und man merkt schon so ein bisschen. Also ich hasse Radfahren sowieso. Brody, das Bellstaff-Shirt habe ich im Bellstaff-Shop gekauft, ganz normal. Wir haben EKG gemacht, wir haben Ultraschall gemacht und einen Belastungstest. Im EKG, das ist völlig normal, dann haben wir so eine Spezialform, die ist auch in Ordnung, Frequenz-EKG. Wir haben Ultraschall gemacht, das Herz ausgemessen. Hier sieht man ein bisschen dickere Wände, das ist wahrscheinlich durch den Sport bedingt in Ihrem Alter, weniger durch den Bluthochdruck. Das Herz pumpt wunderschön, sehr gut. Belastungstest war 1A, 200 Watt, keine EKG-Veränderung, schönes Blutdruckverhalten. Ganz prima. Und im Stressecho danach nochmal geguckt. Tolles Herz, das sehr gut pumpt. Prima. Kein Hinweis auf irgendwelche Erkrankungen. Also keine Herzmuskelentzündung oder irgendwas in der Art? Keine Herzmuskelentzündung. Geil, geil. Da kann er jetzt Gas geben. Schon mal sehr, sehr gut. Wir machen jetzt noch, wie ich das mitbekommen habe, ein CT vom ganzen Körper, von den Organen oder so? Von den Organen, genau. Wir fangen hier oben an, gucken nach den Nasennebenhöhlen, weil da hatten sie ja nochmal Beschwerden. Musste der jetzt extra von Gelsenkirchen nach Berlin zu diesem Arzt? Oder war der zufällig in Berlin unterwegs und hat sich da einen Termin gemacht? Das finde ich krass. Dann müssen wir gucken, dass da auch wirklich nichts ist. Und dann zählen wir die Lunge nach unseren Infektionen, die wir ja immer so in den letzten Jahren alle mit uns mitgekriegt haben. Da gucken wir nochmal, dass da alles okay ist. Und wir schauen uns nochmal den Herzmuskel an, wie den Herzkranzgefäßen. Bei Profisportlern ist das wichtig. Maximalleistung, da müssen wir immer schauen, dass die Durchblutung optimal ist. Mhm. Und deswegen machen wir zusätzlich mit einer ganz geringen Strahlenbelastung an einem High-End-Gerät ein CT. Krass. Ich bin sehr erleichtert, dass ich nicht irgendwie Probleme habe mit dem Herzen. Ich habe auch schon sehr, sehr lange mein Herz nicht mehr untersuchen lassen. Und das ist alles völlig normal, wie er gesagt hat. Für einen Sportler ist es auch normal, dass das Herz so ein bisschen muskulöser ist. Aber alles im Normalbereich. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Wir holen gleich Salome ab, weil die wurde gestern operiert. Die müssen wir dann mit Samthandschuhen anfassen. Und dann gehen wir noch in den CT. Das wird richtig interessant, weil da werden alle Organe angeschaut. Lunge, Leber, Herz. Und wenn irgendwas sein sollte, dann findet man daraus. Hallo. Was machen Sachen? Ich flechte meine Haare, Mann. So wird man begrüßt. Ich flechte meine Haare, Mann. Was ist das denn? Bist frech geworden? Hast Kraft getankt? Nee, nach der Narkose. Ich zieh gleich selber an. Das geht nicht. Rutsch mal rein. Ja, warte mal. Geh mal. Stell dir mal. Drück es doch mit deinen Beinen hoch. Ja, Mann, wie er es weiß. Perfekt. Wie er es wusste. Warte, jetzt
Bester Mann. Jetzt sind wir bei der Radiologie und machen ein CT, wie gesagt, von meinen Organen. Finde ich eigentlich ganz interessant, also mal zu sehen, Leber, Nieren, Herz, Lunge und weil ich ja auch so eine Nasennebenhöhlenentzündung hatte, ob da nicht doch noch irgendwo dieser Schleim sitzt oder so, weil ich halt eben dieses Husten habe. Und es ist jetzt mal interessant, das herauszufinden, woher kommt das? Und im Herz gibt es irgendwie so, was hat er gesagt, Kammern oder so? Irgendwas hat er gesagt, die dann noch zeigen, wie die bei Leistung funktionieren oder halt eben nicht. Und das sieht man da anscheinend bei dem CT. Also wir sind jetzt durch. Ach, unglaublich erfolgreicher Check. Also die haben gar nicht gesehen. Also dieses unglaublich geile Hightech-Gerät. Boah, ich hasse ja so Röhren, ne, wo man MRT macht. Katastrophe. Das war dann doch nicht so Hightech. Aber man hat nichts gefunden. Ein bisschen was, meinte er, hat man in der Lunge gesehen. Man weiß aber nicht genau was. Also es kann sein, dass es so ein bisschen Schleim ist und so, und daher kommt der Husten. Aber keine Ahnung. Also er meinte zu mir, ich brauche noch ein bisschen Zeit, dann geht es vielleicht weg. Aber so eine genaue Diagnose konnte er mir jetzt ehrlich gesagt nicht geben. Außer, dass alle anderen Organe, also vor allem Herz, super in Ordnung ist. Und da bin ich... Ey, wo ich nach meiner Schulter, vor meiner Schulter-OP in die Röhre musste, ne? Ich bin da fast nicht reingekommen. Ohne Witz. Die haben mich da irgendwie reingequetscht, Alter. Ich dachte, ich komme nie wieder. Ohne Witz, ich würde stecken bleiben, wenn die mich nicht da rausgezogen hätten, Alter. Das war krass. Ich bin auch echt froh drüber. Also lieber hört man sowas, als, ja, die haben irgendwas gefunden. Ist ja logisch. Ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit und muss mich noch ein bisschen erholen. Werde jetzt nächste Woche anfangen mit dem Krafttraining wieder. Langsam aufbauen und halt auf meinen Körper hören und dann wieder reinkommen und dann... Platzangst? Nein, ich habe es einfach gemacht. So Augen zu und durch. Ne? Was soll denn passieren? Du bist in so einer Röhre, es kommen dumme Klopfgeräusche, das war's. Leute, die Angst vor MRT haben, verstehe ich eh nicht. Du bist doch einfach in der Röhre drin, was soll denn passieren? Klar, diese Geräusche sind ein bisschen unangenehm, aber geh mal bei meinem Vater auf die Baustelle, Alter. Der gibt dir da Hörschutz, da die Geräusche noch unangenehmer. Vor allem schreit er dann die ganze Zeit rum, wirft mit irgendwelchen Werkzeugen durch die Gegend. Glaub mir, das ist noch viel schlimmer. Dann in die Cardio-Einheiten gehen, Wettkampfvorbereitung gehen und ja. Und hoffe, es hat euch gefallen, dass wir euch mal ja, auf diesen Weg mitgenommen haben. So ein Video gab es ja auch eigentlich noch gar nicht von mir. Ja. Und dann war es das auch. Dann seht ihr mich dann demnächst wieder hoffentlich beim Trainieren. Gib Gas, Mollig, Alter. Bald steht vielleicht ein großer Kampf an. Ich hoffe doch, dass es eine Antwort gibt von Eckerlin mit einem Fight. Das wäre doch mal was. Checkt gerne meine Social-Media-Kanäle ab und lasst gerne ein Like da. Und das war's dann mit dem Video. Das war euer Michael Mollig. Haut rein. Bis dann. Hallo, Leute. Adios, Michael. Michael Mollig. Schön. Gut, dass er nichts Schlimmes hat. Keine... Herzmuskelerkrankung, Entzündung oder sonst was. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.